Willkommen an der Universitätsbibliothek. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr bei uns Medien ausleihen, zurückgeben und euch im Gebäude der Zentralbibliothek orientieren könnt. Am besten sucht ihr bereits vor eurem Besuch in unserem Katalog nach Büchern. Wenn ihr ein passendes Buch findet, notiert oder fotografiert euch die Signatur. Nur mit der Signatur findet ihr das Buch auch im Lesesaal. Die Zentralbibliothek befindet sich am Hubland und ist gut mit dem Bus erreichbar, zum Beispiel mit den Linien 10, 114 oder 214. Hier befinden sich unsere beiden Eingänge. An den Validierungsautomaten könnt ihr euren Studierendenausweis für das laufende Semester mit dem richtigen Datum bedrucken. Im Foyer findet ihr unsere Infotheke. Hier könnt ihr uns all eure Fragen stellen, ob zur Literatursuche, zum Zugriff auf E-Medien oder zum Standort von Büchern. Hinter der Theke findet ihr übrigens unsere Computerarbeitsplätze, die ihr gerne nutzen könnt. Der Signaturanfang steht für das Stockwerk, 10 für den ersten Stock und 20 oder 24 für den zweiten Stock. An den Lageplänen im Treppenhaus könnt ihr nachsehen, wo das Buch ungefähr steht. An den Regalen seht ihr immer den Signaturanfang. Daran hangelt ihr euch bis zur richtigen Stelle entlang. Achtung! Manchmal beginnt eine Signaturgruppe an der Rückseite eines Regals. Aber ein rotes Etikett bedeutet, dass das Buch nicht ausleihbar ist. Signaturen mit 24 stehen in der Lehrbuchsammlung und können immer ausgeliehen werden. Jetzt müsst ihr am Regal nach 24 Philos suchen. Philos steht für Philosophie. Mit deinem Studierendenausweis kannst du das Buch jetzt nach Hause ausleihen. Informiert euch über unsere Leihfristen, die Möglichkeit der Verlängerung und die Gebühren bei Fristüberschreitung auf unserer Homepage. Bücher zurückgeben könnt ihr ganz einfach an unseren Automaten. Diese buchen die Bücher sofort zurück. Diese beiden Automaten sind von außen erreichbar. Haltet euer Buch einfach vor die Klappe, bis sie sich öffnet und legt es dann auf das Band.
Jetzt könnt ihr euch noch eure Quittung über die Rückgabe, zum Beispiel per E-Mail, schicken lassen. Falls ihr sowieso in die Bib müsst, könnt ihr die Bücher auch an diesem Automaten im Garderobenbereich zurückgeben. In der Zentralbibliothek und in unseren Teilbibliotheken gibt es eine Vielzahl von Lernarbeitsplätzen. Hier findet ihr auch Einzelarbeitsräume zum ungestörten Arbeiten sowie Gruppenarbeitsräume. Arbeitsräume reserviert ihr vorab über unsere Homepage. Auch manche Lernarbeitsplätze könnt ihr dort reservieren. Von zu Hause aus könnt ihr auch die Auslastung unserer Lernarbeitsplätze checken, damit euer Weg nicht umsonst ist. Kein Problem. Im ersten Stock könnt ihr an den Kopierern und unseren Book-to-Net-Scannern kostenlos scannen. Tipp: Bringt einen eigenen USB-Stick zum Abspeichern mit. USB-Stick einstecken. Buch auflegen. Grünen Knopf drücken. USB-Stick auswerfen. Fertig.